Wohey! Hallo, Jerry. Du bist aber noch spät auf den Beinen. Na, wohin soll es gehen? Auf geht's! Halt dich fest, Jerry. Bis später. Oh, hallo du. Ich habe eine besondere Geschichte für dich. Gefällt dir meine Geschichte? Zwischen den Welten finde ich oft Seltsames. Splitter von Geschichten, die in Vergessenheit geraten sind. Verloren gegangene Anfänge. Und Enden. Vielleicht gibt es auch etwas, das du vergessen hast. Vielleicht kann ich etwas für dich wiederfinden. Die fünfte Geschichte. Platos Lied. Im Schilf des Wiesentümpels saß Plato, der Frosch, und ließ die Mittagshitze und das Summen der Mücken über sich ergehen. Die Insekten waren bester Laune, denn der grüne Plato hatte ihnen vor ein paar Stunden verkündet, dass er heute keinen von ihnen mehr fangen würde, zumindest nicht bis zum Abend, wenn es kühler wurde. Er lebte zwar vom Verspeisen dicker Fliegen, doch er gönnte ihnen gerne einen freien Nachmittag, solange sie ihn in Ruhe ließen. Bei Temperaturen war bereits der Gedanke daran, die lange klebrige Zunge aus dem Maul schnellen zu lassen, viel zu anstrengend für den Frosch. Plato ließ sich langsam ins Wasser gleiten und entspannte die Glieder. »Uak«, sagte er zufrieden und ließ sich dicht unter der Wasseroberfläche des Wiesentümpels treiben. Nur den Kopf hielt er über Wasser und beobachtete bunt schimmernde Libellen, die im grellen Sonnenlicht über dem Tümpel durch die flimmernde Luft flogen. Mit ihren großen Facettenaugen machten sie auch den schwer zu erkennenden Plato im Wasser aus. Deshalb flogen sie vorsichtshalber brummend im Zickzack um ihn herum. So wurde er zumindest nicht in Versuchung geführt, sich ein zweites Frühstück zu fangen. In Momenten, in denen man mit allem zufrieden sein könnte, da fällt einem manchmal ein, was noch fehlt, um wirklich zufrieden zu sein. Während Plato wie ein Stück Holz reglos und in Gedanken vertieft gegen das Blatt einer Seerose trieb, da dachte er an Musik. Vor langer Zeit hatte er mit 4 Freunden musiziert und zusammen waren sie mit ihren Musikkonzerten am Teichufer und auf Lichtungen bekannt geworden. Zur musikalischen Gruppe gehörten neben Plato dem Frosch auch der begabte Trompeter Hans, der ein Otter war und aus dem Norden kam, die Eidechse Klaas, die Zuhörer mit der Triangel begeistert hatte, Peter der Dachs, ein Meister des Mundharmonikaspiels und zu guter Letzt die Sängerin und Akkordeonspielerin der Gruppe, Anja die Maus. Vor Jahren hatten sich die 5 nach einem Streit getrennt, aber heute wusste niemand mehr so recht, worüber die Musiker in Streit geraten waren. Damals waren sie dann alle ihrer Wege gegangen und hatten seitdem nicht wieder miteinander gespielt. Doch selbst heute erinnerten sich ein paar Waldbewohner noch gut an die kleine Gruppe von Musikern und ihre Konzerte. Plato kletterte aus dem Wasser und setzte sich im Schneidersitz auf das Seerosenblatt. Der Frosch wollte wieder musizieren. Warum also sollte er nicht im Nachmittag losziehen und seine Freunde aufsuchen, um noch einmal mit ihnen zu spielen und die alten Zeiten wieder aufleben zu lassen? Bei dem Gedanken daran sprang Plato auf und steppte ein paar gekonnte Schritte auf dem Seerosenblatt. Dann streckte er beide Arme weit von sich und sagte laut »Quack«, und es klang, als sei es Teil eines Liedes. Der Frosch hüpfte in hohem Bogen mit dem Kopf voran zurück ins Wasser und schwamm in Richtung seines Hauses am gegenüberliegenden Ufer. Vor dem Haus gab es einen kleinen Steg, an dem ein Ruderboot festgemacht war. Ein Frosch braucht natürlich kein Boot. Plato hielt es für Gäste bereit, denen das Schwimmen nicht lag. So konnten sie mit ihm zusammen auf den Wiesentümpel hinausrudern und die harmonische Atmosphäre genießen. Nachdem Plato aus dem Wasser gestiegen war, öffnete er seine Haustür, betrat den Flur und stieg die Leiter hinauf in sein Schlafzimmer. Die Wohnung des Frosches zeichnete ihn als Musikliebhaber aus.
Er hatte Plakate berühmter Musiker an den Wänden hängen, die ihre größten Erfolge schon vor Jahrzehnten gefeiert hatten und mittlerweile fast in Vergessenheit geraten waren. Große Unterhaltungskünstler einer Zeit, in der Rhythmus und schwungvolle Melodien die Straßen der großen Städte erfüllt hatten. Crab Calloway, die singende Krabbe, ein großer Bandleader in einem weißen Anzug. Das Rattenpack, tatsächlich drei erfolgreiche Mäuse, die zusammen auf der Bühne Witze rissen und nebenbei ihre schönsten Lieder zum Besten gaben. Und auch ein Bild von Maurice dem Stinktier, einem charmanten französischen Sänger, zierte eine Wand der Froschwohnung. Plato besaß auch ein Grammophon und eine Sammlung von Platten seiner Lieblingssänger. Obwohl es noch immer sehr warm war, zog der Frosch ein weißes Hemd und eine schwarze Hose mit Hosenträgern an. Das machte er immer so, wenn er sein Haus verließ, um Freunde und Verwandte zu besuchen. Auch bei einem solchen Wetter kam es für ihn nicht in Frage, auf stilvolle Garderobe zu verzichten. Schließlich ging Plato in sein Wohnzimmer und öffnete die Türen seines großen Wohnzimmerschrankes. Vorsichtig holte er einen Instrumentenkoffer heraus, legte ihn auf den Tisch und öffnete ihn. Im Koffer lag Platos Geige, deren rötliches, auf Hochglanz poliertes Holz feierlich im Sonnenlicht glänzte. Plato strich mit seiner Hand über das Instrument, dann klappte er den Deckel des Koffers wieder zu und ließ die Verschlüsse einschnappen. Der Frosch machte sich auf, seine Freunde zu besuchen, von denen er so lange nichts mehr gehört hatte. Weil Plato keinen Spaß daran hatte, mit den empfindlichen Froschfüßen, die eigentlich für das Wasser oder das Wohnzimmer gemacht sind, über steinige Wege zu laufen, beschloss er, mit dem Fahrrad zu fahren. Also schnallte er seinen Geigenkoffer auf den Gepäckträger und setzte sich in Bewegung. Er hatte beschlossen, zuerst Peter zu besuchen. Soweit Plato wusste, besaß der Dachs mittlerweile eine eigene Bäckerei und verkaufte am Westrand des Mäusewaldes Backwaren, von deren Qualität sich viele treue Kunden jeden Sonntagmorgen erneut überzeugen konnten, wenn er seine berühmten Sonntagsbrötchen gebacken hatte. Plato radelte am Rand des Teiches entlang und bog dann in einen Weg ein, der um den Mäusewald herumführte. Zwar wäre der direkte Weg mitten durch den Wald kürzer gewesen, aber mit dem Fahrrad war man außerhalb des Waldes schneller unterwegs. Unterwegs fuhr er an zwei Menschen vorbei, die dem Frosch verdutzt hinterherblickten. »Sieh nur, ein Frosch«, sagte der eine Mensch zum anderen. »Die leben in Teichen und Tümpeln und fressen Insekten, glaube ich.« Bald gelangte der Frosch an den Westrand des Mäusewaldes. Er schob das Fahrrad langsam den Waldweg entlang, denn in dieser Gegend kannte er sich nicht gut aus und war sich nicht sicher, wo er seinen Bekannten finden konnte. Vor einer Häuserreihe standen zwei Großväter-Eichhörnchen, die sich angeregt über alte Zeiten unterhielten, während eine Handvoll Enkel und Urenkel um sie herum liefen und lachten. Als sie den Frosch mit dem Fahrrad sahen, hielten die Kinder inne und beobachteten den Fremden aufmerksam. Die beiden Senioren waren in ihr Gespräch vertieft und hatten Plato nicht bemerkt. Der Frosch räusperte sich kurz, als er sich an die Eichhörnchen wandte. »Opa, ich glaube, der Frosch will was«, rief eines der Kinder, starrte seinen Opa an und zeigte mit seiner Pfote auf den Frosch. Weil er nicht gleichzeitig auch Plato anstarren konnte, übernahmen die anderen Kinder diese Aufgabe. »Ja, bitte?«, fragte eines der alten Eichhörnchen. »Entschuldigen Sie die Störung«, begann Plato. »Können Sie mir sagen, wo die örtliche Bäckerei zu finden ist?« »Der Bäcker«, überlegte das alte Eichhörnchen. »Früher war der Bäcker da drüben.« Der Alte zeigte mit seinem Stock nach links. »Und dann«, fuhr er fort, »dann war der Bäcker dort in dieser Richtung zu finden.« Jetzt zeigte der Alte mit seinem Stock nach rechts. »Mittlerweile jedoch«, sagte der Opa schließlich und nahm seinen Stock zurück auf den Boden, »mittlerweile ist die Bäckerei umgezogen. Backwerk gibt es nun gleich auf der anderen Straßenseite.« Plato drehte sich um, und da war tatsächlich eine Bäckerei mit Kuchen und Broten im Fenster und eifrig hinein- und herausströmender Kundschaft. »Haben Sie Dank«, sagte Plato und schob sein Fahrrad zur Bäckerei hinüber. »Da
Der Frosch hat Schneid, sagte das eine betagte Eichhörnchen zum anderen, das Platos Hosenträger offenbar an seine Jugendzeit erinnerten, in der schwungvolle Melodien die Straßen der großen Städte erfüllt hatten. Und irgendwie kommt er mir bekannt vor. Im Bäckerladen herrschte geschäftiges Treiben. Die kleine Glocke über der Ladentür klingelte pflichtbewusst für jeden, der den Laden betrat oder verließ, und machte auch für den Frosch keine Ausnahme. Im Laden duftete es nach frisch Gebackenem, nach Kuchen und Brot, nach Brötchen und Keksen. Hinter dem Tresen stand eine Dächsin, die einen Kunden nach dem anderen bediente. Plato wusste nicht so recht, wie er sich nach seinem Bekannten, dem Peter, erkundigen sollte. Er entschloss sich dazu, sich einfach an die kleine Schlange wartender Kunden anzustellen. So verstrichen einige Augenblicke des Wartens, in denen das Türglöckchen bimmelte, wenn sich die Tür öffnete und schloss, und in denen Blaubeerkuchen, Käsebrötchen, Schwarzbrote und Mohnbrote verkauft wurden. Schließlich war Plato an der Reihe und gab sich Mühe, die Bäckerin nicht allzu sehr zu verwirren, weil er doch gar kein richtiger Kunde war. »Ich bin ein alter Bekannter von Peter. Ich hoffe, ich bin hier richtig,« sagte Plato. »Das sind Sie bestimmt,« sagte die Dächsin. »Ich bin seine Schwester und arbeite hier nur als Aushilfe. Peter zieht in einer Woche mit seiner Frau zusammen um. Daher ist er nicht im Laden und ich vertrete ihn.« »So ist das,« sagte Plato nachdenklich. »Leider ist er auch nicht zu erreichen. Soll ich ihm vielleicht etwas ausrichten?« fragte die Dächsin hilfsbereit. »Richten Sie ihm einfach schöne Grüße aus von Plato dem Frosch. Ich würde gerne mal wieder mit Ihrem Bruder musizieren.« »Plato? Ich habe schon von Ihnen gehört. Er wird sich sicher freuen, dass Sie ihn wieder einmal besuchen,« sagte sie. »Hier, nehmen Sie ein paar von unseren Keksen mit. Die gehen aufs Haus.« Dabei zwinkerte die Dächsin ihm zu. »Danke,« sagte Plato. »Die schmecken sicher ausgezeichnet.« Eine ältere Mäusefrau, die hinter ihm anstand, begann nun zu drängeln. Sie schob Plato zur Seite und sagte, »Ja, die schmecken uns allen ausgezeichnet. Deshalb wäre es nett, wenn Sie uns jetzt auch noch etwas kaufen ließen.« Plato wäre fast auf den Gedanken gekommen, sich für die Drängelei zu beschweren, doch dann fiel ihm ein, dass er ja gar kein richtiger Kunde war. Also steuerte er wieder auf den Ausgang zu, und als er den Bäckerladen verließ, klingelte das kleine Glöckchen noch einmal zum Abschied. Der Frosch ging zu seinem Fahrrad und dachte nach. Jetzt blieben nur noch drei Musikerbekanntschaften aus alten Tagen übrig, die er vielleicht besuchen konnte, um noch einmal mit ihnen zu spielen. Anja die Maus, Klaas die Eidechse und der Otter Hans. Plato verstaute die kleine Kekstüte neben dem Instrumentenkoffer auf dem Gepäckträger, stieg auf sein Rad und radelte davon. »Irgendwie kommt er mir bekannt vor,« sagte das alte Eichhörnchen mit dem Spazierstock und sah dem Frosch hinterher. »So wiederholst dich, mein Guter,« sagte sein nicht weniger greiser Freund. »Ich wiederhole mich, wie ich lustig bin,« sagte der Alte. Dann schwang er seinen Stock durch die Luft, wies damit in Richtung Bäckerei und marschierte schnellen Schrittes auf die Eingangstür zu. Er betrat den Laden und blickte sich um. Nachdem er die Dächsin an der Theke ausgemacht hatte, drängelte er sich ohne zu zögern an der wartenden Kundschaft vorbei und bekam dafür von seinen Nachbarinnen »Na hören Sie mal! Unverschämtheit! Und was erlauben Sie sich zu hören?« Doch auf dem Ohr war das alte Eichhörnchen taub. »Entschuldigen Sie, Fräulein! Wer war denn der adrett gekleidete Frosch, der gerade den Laden verlassen hat?« fragte der Alte die Dächsin. »Plato, der Musiker,« antwortete sie. »Natürlich, Plato,« rief das Eichhörnchen und klopfte sich mit der Pfote an den Kopf, weil es sich wunderte, dass ihm das nicht früher eingefallen war. Hinter der noch immer aufgebrachten Kundschaft drängelte sich schon wieder jemand nach vorne vor. Diesmal war es Peter, der Bäcker, mit einem schweren Umzugskarton in den Armen. »Plato,« sagte er und schnaufte dabei vor Anstrengung. »Plato, der Frosch?« Plato ließ sich den kühlen Fahrtwind um den grünen Kopf wehen und radelte an einer Wiese vorbei, an einem Feld, an einer Gruppe von Mäusen und Eichhörnchen, die eine Wanderung unternahmen, und schließlich kam er an eine Allee, in der alte Bäume am Wegesrand kühlen Schatten spendeten. Der Frosch stieg vom Fahrrad und sah sich um.
Hans der Otter wohnte nahe der Allee an einem kleinen Bach. Also ließ Plato sein Fahrrad an der Straße zurück und lief den kleinen Trampelpfad bis zum Haus zu Fuß entlang. Dort klopfte der Frosch an die Haustür. Doch es kam keine Antwort. Der Otter war nicht zu Hause. Plato war enttäuscht, dass er schon wieder kein Glück gehabt hatte. Er schlenderte langsam den Weg zurück zur Allee und beschloss, nach dem langen Umherfahren eine kurze Pause zu machen. Da ertönte über ihm eine Melodie. Ein Rotkehlchen sang hoch oben in der Krone eines Baumes ein Lied, und ihr Gesang war so schön, dass Plato sich an den Fuß des Baumes setzte, um ihr zuzuhören. Als das Rotkehlchen nach ein paar Minuten fertig war, flatterte es aus dem Blätterdach in den blauen Himmel davon. Doch das bemerkte Plato nicht mehr. Er war eingeschlafen. Während Plato schlief, war der Frosch so weit weg, wie man es nur in Träumen sein kann. Und doch glaubte er für einen Moment, zwei alte Eichhörnchen, einen Dachs und andere Tiere zu hören, die in der Ferne durch einen Wald liefen und sich unterhielten. Aber in seinen Träumen passierten so viele traumhafte Dinge, dass er es sogleich vergaß und einfach weiterschlief. Im Schatten eines Baumes am Rand des Mäusewaldes. Als Plato erwachte, da war die Luft schon kühler geworden und die Sonne beinahe hinter dem Horizont verschwunden. Das Abendrot brachte den Himmel und seine Wolken zum Glühen. Plato stand auf und brauchte einen Moment, um sich daran zu erinnern, wo er war. »Es muss eingeschlafen sein«, stellte er fest. »Kein Wunder bei der Hitze.« Der Frosch war hellwach und ausgeruht. Es war ein wunderbarer Sommerabend und doch konnte er jetzt kaum noch Bekannte besuchen. Nach Sonnenuntergang wollte er niemanden unangemeldet stören. Also machte Plato sich auf den Weg zurück zum Wiesentümpel, ohne auch nur mit einem seiner alten Freunde musiziert zu haben. Plato seufzte und griff zu der Kekstüte auf seinem Gepäckträger. Er nahm einen Keks und dann noch einen. »Schmecken ausgezeichnet«, dachte Plato laut und aß noch ein paar Kekse. Als die Tüte leer war, knüllte er sie zusammen, steckte sie in die Hosentasche und klopfte sich die Krümel vom Hemd. Dann schaltete er das Licht an seinem Fahrrad ein und fuhr heim. Nacht war es noch nicht, als sich Plato dem Wiesentümpel näherte, doch es war schon so dunkel, dass der Frosch bereits von weitem einige Glühwürmchen erkennen konnte, die dort durch die Luft gaukelten, wo hinter Schilf und Gräsern sein Haus lag. Plato stieg vom Fahrrad und wollte es den Rest des Weges schieben, als plötzlich eine Gestalt aus den Büschen am Wegrand sprang. Der Frosch kommt!« rief das kleine Eichhörnchen, zeigte auf Plato und lief dann in Windeseile Richtung Tümpel davon. Plato war verdutzt. Er schob sein Rad langsam den Weg entlang und dabei knirschte und knackte der Sand unter den Reifen. »Wir haben uns schon gefragt, wo du bleibst«, rief Peter der Dachs und winkte ihm zu. Bei ihm waren Anja, Klaas und Hans, die Musiker, mit denen er vor Jahren das letzte Mal gespielt hatte. Und da waren auch die beiden Großväter-Eichhörnchen, ihre Enkel und einige andere Waldbewohner. Sie hatten den Steg vor Platos Haus festlich mit Laternen geschmückt und waren in feierlicher Stimmung. Das alte Eichhörnchen, mit dem er sich vor der Bäckerei unterhalten hatte, kam Plato entgegen, hielt ihn an und sagte, »Wissen Sie, ich war immer ein großer Bewunderer Ihrer Musik. Als ich gehört habe, dass Sie wieder einmal musizieren wollen, da habe ich Ihre Kameraden eingesammelt und dann haben wir hier auf Sie gewartet. Es scheint, dass Sie auch Publikum haben.« Dabei wies er in Richtung der Gäste, und einige von ihnen hoben ihre Gläser mit Blausaft hoch und nickten Plato freudig entgegen. Unter ihnen erkannte er einige Kunden aus Peters Bäckerei. »Nun denn«, sagte der Frosch, öffnete den Geigenkasten auf seinem Gepäckträger und nahm sein Instrument heraus. Die anwesenden Gäste waren so gespannt und voller Erwartung, dass es ganz still wurde. So konnte man sogar schon die leisen Geräusche hören, die entstanden, als der Frosch die Geige und den Bogen aus seinem Instrumentenkoffer nahm. Plato ging zum Steg vor seinem Haus hinüber und stellte sich zu den anderen Musikern. Die vier begrüßten Plato, als sei es erst gestern gewesen, dass sie das letzte Mal miteinander gespielt hatten.
dann machten sie sich bereit. Anja, die Maus, nahm ihr Akkordeon in die Hände. Klaas, die Eidechse, hielt die Triangel bereit und war dabei etwas aufgeregt, weil er nun wieder mit seinen Freunden vor Publikum auftrat. Hans, der Otter, drehte am Mundstück seiner Trompete herum und sah aus, als ob ihn nichts aus der Ruhe bringen könnte. Und Peter zog seine Mundharmonika aus der Brusttasche. »Wie wär's, wenn wir mit Platos Lied beginnen?« schlug Anja vor. Die anderen Musiker stimmten zu und Plato fühlte sich geehrt, denn Platos Lied hatte er damals selbst komponiert und es war einer ihrer größten Publikumserfolge gewesen. Die Musiker begannen zu spielen und ihre Musik klang wie in alten Zeiten. Das Publikum war begeistert und immer mehr Tiere aus der Nachbarschaft kamen an diesem Abend herbei, um sich die schwungvollen Rhythmen aus der Nähe anzuhören. Auch die Krötenfamilie schwamm von der gegenüberliegenden Seite des Wiesentümpels herüber und gesellte sich zu den anderen Zuhörern. Am Ende des Liedes steppte der Frosch ein paar gekonnte Schritte auf dem Steg, an dem ein Ruderboot für Gäste festgemacht war, streckte beide Arme weit von sich und sagte dann unter dem Beifall des Publikums laut »Huaaaaak«. Denn so endete Platos Lied.